Ja, der Tag ist gekommen, wo ich eine richtige Kamera zur Verfügung habe. Ich habe die geschenkt bekommen vom Rio Chan. Den Kanal werde ich verlinken. Ich bin richtig dankbar dafür. Jetzt kann es richtig loslegen. Also ich hatte nicht mehr so richtig Motivation, auch Videos zu machen, wenn der Ton immer so schlecht war und asynchron war. Das Bild teilweise auch. Und ja, wir waren in Würzburg, da habe ich einen Fastenretreat organisiert, zusammen mit dem Tobi von Rawletics. Den Channel werde ich auch verlinken. Wir haben da dann 10 Tage gefastet mit 6, 7 Leuten. Und ja, ich habe 7 Tage davon trocken gefastet, also ohne jeglichen Kontakt sogar mit irgendwelchen Flüssigkeiten. Und ich bin jetzt wieder im Status, wo ich eigentlich entscheiden kann, ob ich jetzt am Tag nichts zu mir nehme oder halt Fruchtsäfte trinke. Oder ja, ein paar Früchte halt esse. Heute zum Beispiel habe ich 5 Orangen entsaftet und später habe ich 200 Gramm Datteln mit Wasser gemixt und 250 Gramm Cherrytomaten und ich war so pappsatt und kein Bedürfnis nach irgendwas, also kein Bedürfnis nach Essen oder irgendwas. Ja, es liegt daran, dass halt wirklich viele Gifte, viele virale und bakterielle Parasiten aus dem Körper sind, die nicht mehr diesen Hunger erzeugen. Ja, und das ist ein Zustand, mit dem ich absolut zufrieden bin. Trotzdem werde ich oder veranstalte ich immer mit jeweils einer Person zusammen, wo ein Retreat stattfinden wird, weitere Fastens. Das war jetzt wieder ein Satz. Also ich werde weitere Fastens machen, aber ich mache das gar nicht so richtig. Ich schlage es einfach vor und finde der Person, bei der es halt räumlich funktioniert, mit so 6 bis 8 Leuten. Und dann wird das halt zusammen ein bisschen organisiert. Ja, und der nächste ist halt schon am 28. ist aber schon voll und es sind noch irgendwie 12 weitere Interessenten. Nächstes Jahr werde ich auch welche machen. Ich muss nur gucken, halt, wie ich das finanziell dann hinkriege, weil es jedes Mal 40 € Fahrt sind, dann noch 10, 20 € Spende für die Person, wegen Heizung, Strom, Wasser und sowas. Und ja, ist halt auch nicht so ganz günstig, das dann jeden Monat oder zweimal im Monat sogar zu machen. Auf jeden Fall machen wir dann 9 Tage und ja, da wollte ich eigentlich wieder, da wollte ich dann vielleicht 8 Tage oder auch 9 Tage dann trocken fasten. Vielleicht fange ich auch schon vor, ne, vorher kann ich nicht anfangen, weil ich dann ja das Weihnachtsessen mache noch bis zum 26. Kann höchstens einen Tag vorher anfangen. Ja, ich habe Lust, das Essen mit dem Essen aufzuhören und nur liquidarisch zu machen. Andererseits aber auch wieder so frutarische Rezepte integrieren, maximal 3 Zutaten, wovon eine Zutat immer die Hauptzutat ist, also die vorwiegende. Da habe ich dann auch jetzt ein Rezeptebuch angefangen mit 60, 70 frutarischen Rezepten, also alles nur mit Früchten, zumindest zu 98%, vielleicht mal ein bisschen Petersilie oder weiß ich nicht, anderes Kraut, das nicht unbedingt so giftig ist. Ja, es ist erstaunlich, was man damit alles machen kann, trotzdem. Und das reicht mir auf jeden Fall und habe ich auf jeden Fall Lust, so ein bisschen auszuprobieren. Aber wirklich den Drang, irgendwas zu essen, habe ich überhaupt nicht eigentlich. Selbst bei Stress reicht mir momentan Meditation. Aber die Umgebung, die war halt da auch dann sehr stressfrei. Und die Luft war auch deutlich besser da. Wir konnten auch auf den Berg gehen teilweise, wo noch nicht mal WLAN-Empfang war. Besonders ab abends, wenn dann die Chemtrails nicht mehr da sind, hat man einen extremen Unterschied bei der Luftqualität gemerkt. Also es war enorm, wie viel Energie das gegeben hat. Richtig krass. Also da hat man kein Bedürfnis mehr, irgendwas zu sich zu nehmen. Ja, am 5. Tag war die Entgiftung, gab es schon eine Entgiftungskrise, weil ab dem 5. Tag entgiftet man 5-mal so
intensiv wie beim Wasserfasten und 15 Mal so intensiv wie beim Saftfasten. Und viele kriegen auch nicht mal ein Saftfasten hin. Und ja, da bin ich dann 4 Stunden am Stück gelaufen zusätzlich noch. Das ist also nochmal eine Anstrengung. Und das hat sich dann, dieser Schnellschrittlaufen, und das hat sich dann wie Leistungssport angefühlt. Wie eine Entgiftung. Aber danach ging es dann super gut. Die nächsten paar Tage auch. Ja, und dann hat mich hat mich das so ein bisschen überfordert, sage ich mal, emotional, wenn da laut geredet wurde und sich gegenseitig aufgeschaukelt wurde. Das finde ich im Fasten einfach sehr kontraproduktiv, wenn das Leute machen, weil es darum geht, wirklich maximal Ruhe zu haben und sich zurückzuziehen und nicht, weiß ich nicht, da laut sich irgendwie aufzuregen die ganze Zeit. Und ja, dann habe ich das Fasten halt mit einem Apfelsaft gebrochen, obwohl ich hätte sonst noch weitermachen können. Ja. Auf jeden Fall, ich schreibe an diesem einen E-Book mit den frutarischen Rezepten und noch an anderen. Ich habe mir jetzt auch ein Notizbuch wieder zugelegt, Notizblock, wo ich dann Ideen vermerke. Und ja, ich denke mal, dass ich dicke Bücher schreiben werde, aber auch einfache. Und auch zwei verschiedene, also einmal für Anfänger, die sich für Veganismus allgemein interessieren und für, also für den, für so eine Übergangskost zumindest. Veganismus und dann hingeleitet zur Übergangskost. Und die anderen, die sind dann halt schon frutarisch, Rohkost, Lichtnahrung, Reinigungsweg. Wobei beides halt Reinigungsweg ist, nur halt zwei zu unterscheidende Stufen. Und ja, damit halt jeder irgendwie Infos bekommt, die er haben möchte. Ja, aber das kann auch bis zu einem Jahr noch dauern, weil ich das wirklich auch meinen Ansprüchen entsprechend machen möchte. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, perfekt ist wieder so ein negativ behaftetes Wort, aber ja, ich habe einfach extrem viele Ideen und Eindrücke und wie nennt man es noch, Eingebung, und es verändert sich auch ständig, und ich möchte es möglichst allumfassend, aber gleichzeitig auch einfach, relativ einfach gestalten, aber wirklich möglichst allumfassend, auch im spirituellen Bereich, emotionalen, psychologischen Bereich, sozialen Bereich, physiologischen, anatomischen Bereich, sportlichen, weiß ich nicht. Alles halt, was ich halt so wichtig finde. Und wo ich halt sehe, auch wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, auch Coach und so weiter, dass sie das nicht wissen. Ja, ich habe da einfach sehr viel, was ich halt aufschreiben könnte. Und ich schreibe halt auch wirklich jeden Tag irgendwelche Notizen. Und das dann alles noch in eine Ordnung zu bringen und zusammenhängend und allumfassend und wieder Verweise und eine globale Struktur sowie die Mikrostrukturen und alles. Das möchte ich ja halt schon alles ausarbeiten, weil ich mache halt gerne, wenn schon, denn schon. Also wenn ich eine Sache mache, möchte ich das richtig machen. Deswegen kann das bis zu einem Jahr noch dauern. Naja, aber ihr könnt euch auf weitere Videos dann freuen. Auch mit einer guten Qualität. Ich werde dann wieder auch an Videothemen arbeiten, mir Notizen machen, was die letzten Monate überhaupt nicht ging. Weil ich auch demotiviert war. Weil der Ton immer scheiße war, immer asynchron war, weil die Kamera einfach kaputt war und ist, die alte. Und weil ich halt sehr viel Stress hatte, auch in die Kochkost deswegen zurückgefallen war. Ja, und jetzt, also ab dem nächsten Jahr zumindest, habe ich dann erstmal noch keine Termine, und also ab dem nächsten Jahr oder Mitte nächsten Jahres werde ich dann wahrscheinlich wieder, also spätestens, Videos machen, die ein, ja, spezielles Thema dann auch haben und eine Struktur haben und nicht so vlogmäßig nur. Okay, das wollte ich kurz sagen. Als Update, bis dann, ciao.